Meine, sie hat einen tollen Körper, aber ihr Gesicht ist halt, ihre Augen sind halt schon ziemlich ficht. Nimm Skype an. Ja, hab ich auch gedacht. Hast du den Stream noch offen? Die hat einfach total die Ficht Augen. Nee, aber du bist geil. Ja. Das kommt jetzt aber nicht in die Aufnahme rein, oder? Nein, Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde. Ja, also ich nehme jetzt Ich nehme deine Audiospur jetzt auch ja? Nein, musst du nicht. So, ja, ist mir egal, mach ich aber. Du Spaß, fick dich. Halt's Nein, Maul. Musst du nicht. Aber Scarlett. Ja. Das ist das erste Video, in dem du jemals bei mir dabei bist. Oh, lol, I saw. Wir haben es geschafft. Nein. Nach so vielen Jahren. Das gibt's nicht. Wir hatten das so lange vor und so viel und geplant. Und dann ist es ein Höhenwhiteboard. Und es ist einfach das Projekt, das ich bei dir am meisten hasse. Hä, wieso? Lightgoes, ich hasse Lightgoes, du spaßt. Achso, ja, stimmt, ja, du hast ja Lightgoes, habe ich ganz vergessen. Also. Wir kämpfen gegen unseren Rivalen. Also, um dir das Ganze kurz zu erklären. Ja. Das Spiel ist verdammt schwer. Also, die Gegner wurden überarbeitet, super schwierige Gegner und so. Und das Spiel ist verdammt schwer. Alles klar. Und wir kämpfen jetzt gegen unseren Rivalen. Wie hast du es bis hierher geschafft? Und wie planst du bitte zum Ende zu kommen? Ja, wenn es so schwer mit ist. Mit der Kraft der Freundschaft. Alles klar, ich hasse dich, dann wirst du es heute klar. Schon mal nicht schaffen. Wie sagst du, ich mache einen Elimination Lock. Weißt du, was ein Elimination Lock ist? Ich habe mir das Video angeguckt, ja. Und ich war richtig traurig, dass ich nicht im Team bin. Du spaßt. Ich liebe dich. Im Herzen aber war ich dabei. Richtig. Das ich habe meinen Bonbon reingekommen. Warte mal, ich gucke gleich raus. Ich will nicht gleich mal schmacken. Okay. Das Swamp hat. Oh nein. Okay. Also. Das Problem ist, ich habe kein Pflanzen-Pokémon in meinem Team. Echt, ich liebe Pflanzen-Pokémon. Ja, ich hätte deswegen ein Pflanzen-Pokémon sein können. Nee, was hättest du für ein Pflanzen-Pokémon? Weißt du, ich nehme halt Signature rein. Was wärst du denn für ein Pflanzen-Pokémon? Hm? Sag mal. Typhoon. Junge, der crittet mich. Was ist das für ein Live? Voll das Lustige ist, die Leute versuchen das durchzusetzen, dass Elfhund dein Signature ist und alles. Und Nein, sollen die nicht. Ja, aber bei mir habe ich auch schon Kommentare gehabt von wegen Razer, sollte sich umbenennen in Elfhund Place. Also was ich letzte Zeit häufig höre, ist Elfhund Lover 69. Ist ganz beliebt scheinbar. Oder ein Kommentar, aber war halt, ein Kommentar den, an den ich mich erinnern kann, war halt so, ja, hat schon gepasst, dass du in deiner Platin deinen Schillers nach Timo benannt hast. Ist ja das gleiche, ist ja der gleiche Typ wie sein Lieblings-Pokémon. Warte, ich bin ja, doch stimmt, ich bin Schillers bei dir, jetzt wo du es sagst. Ja, ich habe dir einen Namen gegeben. Ja. Du bist bei mir im Herzen. Deine Mama ist bei mir im Herzen. Das war genauso wie letztens. Da waren wir auf dem TS, also Sergen und ich, und da war halt noch Burak da. Und Sergen hat sich halt richtig krass über Burak aufgeregt, ne? Und er sagt halt immer, Burak ist halt so ein richtiger Lauch, ja? Und er sagt halt, wieso kann er Nasty Plot? Und er sagt halt immer zu ihm, dass er fett ist das und sagt so. Er. Wieso kann er Nasty Plot? Und er sagt halt immer so zu Burak, dass er halt fett ist und so. Und dann, weil er hat ihn so richtig aufgeregt, Burak, Sergen, und Sergen so zu Burak, boah, Burak, du bist so fett, ich hasse deine Mutter. So richtig gut. Ja, sehr gut. Ja, seine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Leute, Itemsperre. Das ist doch crazy. Itemsperre. Ich habe gehört, jetzt kannst du gerne Items einsetzen. Nur mit Octillery, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Oh, aber wir kommen hier, glaube ich, recht gut durch. Ja. Stell dir vor, ich hätte jetzt ein Elektro-Pokémon, eine Molga. Ja, das hätte ja mein Signature sein können, aber du wolltest mich ja nicht reinpacken. Naja, aber weißt du, das Problem ist halt, ja, ich verstehe schon, du hast so, mein Team, das ich so habe, ist richtig gut. Das Einzige, was ich noch gerne drin hätte, wäre eine Elektroimmunität oder Resistance, sprich ein Pflanzen-Pokémon. Oder eine Molga. Oder ein Pflanzen-Pokémon, halt ja, über... oder halt eine Molga. Über Razor und am besten wäre es halt ganz gut und halt ein Pflanzen-Pokémon wäre sehr nice. Ja, oder halt ein Molga, ne? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, und darum bin ich, wie gesagt, zufrieden mit meinem Team. Und Leute, wie geplant.
Zufrieden, weil ich nicht dabei bin. Aber in meinem Herzen bist du immer noch dabei. Jo, der hat mich gecrittet. Oh ja, er ist auch. In meinem Herzen bist du immer noch dabei. Ich hoffe, du stirbst. Warum? Ich weiß nicht. Nur so. Ja, wobei, dann, so. Weißt du, wenn das Team stirbt, dann sind das ja die anderen Poketuber, nicht du. Nee, nee. Ach ja, stimmt, aber ich bin ja auch dabei. Wie, du bist in deinem eigenen... Hä, was bist denn du für ein Hurensohn? Paul meinte, ich habe auch gesagt so, ja, weißt du, ich hätte schon gern Zorg mit. Habe ich so zu Paul gesagt und Paul so, hä, ist doch, geht doch voll klar. Ich so, ja, aber ich weiß dann, das, ja, so, hä, macht doch keinen Unterschied, bist doch trotzdem Poketuber. Darum, und was Paul halt sagt, ist Gesetz, weißt du. Hä, das ist das eine und einzige Mal, dass ich Paul als richtig harten Spasten betitel. Was ist denn das bitte für eine scheiße Idee, sich selbst in sein eigenes Team zu packen? Ich mache ein Poketuber-Team. Ich pack da Poketuber rein. Ich bin ja Poketuber. Oh, lol. Genau so habe ich gedacht. Ja, so stelle ich mich nicht vor. Hey, das war Pauls Idee. Ja, Paul. Also judge bitte Paul und nicht mich. Der ist immer noch gut, Mann. Der ist überhaupt nicht gut. Und niemand will ihn verstehen. Ja, darum geht's ja auch nicht. Die Leute müssen es ja nicht verstehen. Ja. Ach ja, und so deine Meinung über die fünfte Gen? Ja, muss ich schon sagen, ist meine Lieblings-Gen. Ist eine gute. Aber hier bin ich ziemlich zwiegespalten, weil das ist ja ein Hack, der die fünfte Generation spielt. Aber der Hack die ist nicht gut. Nicht? Nein. Ich habe auch letztens im letzten Part, der online kam, ja, war die Frage des Videos, was haltet ihr aktuell von dem Hack? Ja. Und die Leute finden ihn auch nicht so cool. Also sie mögen das Let's Play, haben sie alle dazu geschrieben, das feiern die alle. Aber der Hack an sich ist jetzt nicht so krass, was ich auf jeden Fall verstehen kann. Das ist alles, was sie verändert haben, sind halt bloß ein bisschen Pokémon und ein paar Sprites, aber das Ganze auch nur ein bisschen halbherzig. Also das hätte man auf jeden Fall deutlich besser machen können. Meine Stimme stirbt heute richtig. Holy shit, eigentlich habe ich eine richtig schöne Stimme, müsst ihr wissen. Ja, ich liebe deine Stimme. Ja, aber heute bin ich irgendwie ein bisschen heiser oder so, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall finde ich es halt auch nicht so cool und das kann ich halt verstehen. Was wurde denn geändert außer die Sprites? Ja, und die nicht mal richtig gut, das war's halt. Und die Pokémon, die halt eingesetzt werden. Oh, okay. Ich muss schon sagen. Okay. Ist aber ein guter Titel. Höhen White kann man so gut in den Titel schreiben, weil da denken sich die Leute, oh lol, Höhen White? Gibt richtig Views. Ich liebe Oras und weiße Menschen. Genau. Ich liebe die dritte Gen und weiße Menschen. Richtig rassistisch. Wieso hast du keinen Höhen Black gespielt? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, es gibt nicht mehr Höhen Black. Richtig rassistisch. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ja, das waren die Entwickler, nämlich die Dovis. Die Dovis. Ich glaube tatsächlich, das finde ich nicht okay, ihr Dovis. Joghurt in meinem Rucksack. Könnt ihr nicht schubsen? Ich glaube tatsächlich, dass dieser Berg hier, auf dem wir sind, das ist richtig guter Berg. Gut ist, wenn man... Nee, der ist gut, wenn man im Winter das... Du hast doch Schwarz und Weiß 1 sogar gespielt. Man kommt ja, und ich habe jede Sekunde gehasst. Und ich bin so froh, dass es zu Ende ist. Nein, ich habe es tatsächlich nicht gehasst. Ich habe es ja im Stream gespielt. Aber als es zu Ende war, war ich halt schon froh. Aber, ja, du musst zurückdenken, das waren so die ersten Kontakte, die wir miteinander hatten. Emolga Flashbacks! Nicht so was zurückdenken, Scarlett, bitte! Ja, das waren die ersten Kontakte, die wir miteinander hatten, weil ich häufig im Chat dabei war. Ernsthaft? Ja, erinnerst du dich da nicht mehr dran? Ich kann mich überhaupt nicht... Ich dachte, wir haben uns viel später erst kennengelernt. Hä, nein, ich war voll häufig im Chat dabei. Ernsthaft? Und ich war mal richtig glücklich, als du meinen Namen gesagt hast, ja. Ja, ich liebe jeden aus meinem Chat. Ich kann mich immer an Leute erinnern, die mir schreiben. Ich war früher voll der Fanboy von dir, Mann. Als ob. Ja, ich habe immer kommentiert und du hast dann, oh lol, die Scarlett habe ich vorgelesen. Wow. Und heute hasse ich dich. Du Schmerz. Ich weiß. Also war es doch kein schöner Moment, wenn man daran zurückdenkt. Ja, es war der Anfang dieser langjährigen Hassliebe. Dieses Desasters, richtig. Das ist schon richtig, das ist schon alles gut so. Ja, ich bin froh, wie es aus hier. Harambe. Es funktioniert, siehst du? Jahrelange Studien. Jahrelang, damals, als Harambe noch lebendig war. Rest in peace, Harambe. RIP, X out. Alle jetzt bitte X out.
Auch die Weibchen? Ja, habe ich. Ich habe meinen Dick schon out. Soll ich ihn auf den Tisch klatschen? Warte mal. Ja. Alles klar, warte, ich mache das Mikro mal so an den Tisch. Alles klar, warte, ich brauche ich auch hier so, okay, ich bin ready, ja? Ja. Ist dein Dick aus Glas? Oh ja. Oh ja. Mein Dick. Die Bitches nennen mich auch Human Dildo. Alter. Was ist das für eine Aufnahme? Weißt du, und das, ich glaube, das war der Grund, weshalb wir nie aufgenommen haben. Nee, ja, das läuft doch in Streams doch genauso meistens. Ja, das stimmt, ja, aber die Streams sind was anderes, da kann man so viel Bullshit labern. Da hat man halt noch einen Chat, weißt du? Ja, richtig, da kann man sagen, hey, der Chat hat mich auf dieses Thema gebracht. Naja, aber wir haben halt im Stream schon über sehr merkwürdige Dinge gesprochen. Wollen wir wieder über Füße reden? Ja, das war ja eher mehr so ein Thema mit Steve. Über das Füße habe ich ja nicht viel zu sagen. Das stimmt. Weil ich muss ja sagen, also es gibt ja Leute, die sagen... Ja, sie Füße finde ich gut. Aber nein, warte, pass auf. Es gibt halt Leute, die sagen... Also meistens ist es halt so, das ist halt... Entweder man steht auf Füße oder man findet sie halt übelst eklig. Aber ich bin halt so ein Typ, das sind halt Füße, ne? Die sind halt da, weißt du? Also mir ist das eigentlich egal. Ich muss jetzt nicht sagen, geil, ich stehe auf Füße, aber... Ich finde es übrigens gut, dass dieses Thema jetzt doch aufgegriffen wurde. Irgendwie hatte ich gerade so im Kopf, als ich sage, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, vielleicht zensiere ich es. Ich habe so gedacht, aber wenn mir ein Mädchen mit den Füßen einen runter... Ja, bei einem Footjob würde ich schon nicht nein sagen. Nein, das nicht. Nein, das meine ich nicht, aber daran habe ich gerade nur irgendwie gedacht. Aber darum geht es nicht, denn für mich sind halt Füße, die sind halt egal, weißt du, die sind halt einfach da, fertig. Ich existieren. So. Ich habe eine schöne Ästhetik und ich stehe schon drauf und möchte sie gerne lecken und wer hat das nochmal erzählt mit den Füßen? Die sehen aus wie ein Frauenkörper. Hattest du das nicht erzählt? Das war Steve, ja. Oder war es Steve? Ja, das war Steve. Hattest du das nicht erzählt? Das war Steve, ja. Ja, ich bin Steve, hi. Nee, der meinte halt, dass der Fetisch dadurch entsteht, dass so ein ausgestreckter Fuß an einen Frauenkörper erinnert. Gar nicht. Also für mich sieht ein ausgestreckter Fuß jetzt nicht unbedingt wie ein Frauenkörper aus. Also ich weiß ja nicht, wie deine Frauenkörper aussehen, aber... Hä? Findest du, ein ausgestreckter Fuß sieht aus wie ein Frauenkörper? Ja, nein, deshalb ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo du deine Frauenkörper... Ja, das meine ich ja, Steve. Ich weiß ja nicht, wo du deine Frauen anguckst, aber schaut jetzt nicht aus wie ein Fuß. Also Ladies, Steve findet ihr, sieht aus wie Füße. Was ist dieses Video? Ich hatte schon geworden. Weiß ich, es sind nicht mal 15 Minuten in oder so. Und wir haben 3 Aufnahmen vor uns, ne? Ich weiß. Mein Leben. Mein Leben, wie können die anderen 2 nur werden? Nein! Oh, war das jetzt dumm? Ja, das war Nein! dumm. Oh, du bist ja richtig hart erspaßt. Egal, du kannst einfach so tun, als wärst du... Ich war noch weit am Anfang. Ja, du kannst einfach so tun, als wärst du nie in dieser Höhle gewesen und diesen ganzen Scheiß jetzt rausschneiden. Aber ich habe doch schon die Trainer besiegt. Ja, egal. Das war genau so. Das ist der Hack. Weißt du, ist halt das Problem. Da ist halt, die Medizintasche ist hier. Ja. Und die Itemtasche ist hier, so. Und dann war ich... Nee, darum ging es jetzt nur für mich halt, weißt du, weil ich halt den Übertrag eingesetzt habe. So, aber auf jeden Fall, ich war im Stream und habe Schwarz und Weiß gespielt. War im 26-Stunden-Stream oder 25-Stunden-Stream. Und, kannst du bitte aufhören, Dicks zu sacken? Ja. Jetzt viel weiter. Und da wollte ich halt kurz vor Kobayem. Da war ich kurz vor Kobayem in der Höhle, richtig langer Weg, und mein Topschutz ist ausgegangen. Und ich wollte meinen Topschutz wieder anmachen und bin aus Fluchtseil gekommen. Wow. Davon gibt es sogar noch ein Best-of, das muss ich dir später mal zeigen. Das ist ja richtig retard. Richtig dumm. Aber es war halt auch super früh, also es war glaube ich 6 oder 7 Uhr morgen und ich war schon sehr lange wach und sehr lange am Stream. Und ja. Wessen Stream war das? Also Bock. Welcher Stunden-Stream meine ich? Ich glaube 25 oder 26. Okay, krass. Aber ich muss sagen, ich habe letzte Zeit echt Bock auf den 29-Stunden-Stream, aber... Willst du nicht bis Silvester warten? Aber Silvester ist ja auch gar nicht so weit hin. Bis dahin. Oh lol. Oh lol.
Oh nein! Guck mal, wie ein Macho mal mit seinen Titten wackelt. Siehst du? Ja, das jiggelt da hin und her. Hast du irgendein Item draufgepackt oder hast du einfach safe mit einem überlebt? Es hat einfach so mit einem KP überlebt. Also, der Wille zu leben war einfach da. Holy shit. Kraken hat einfach gesagt so, nee Mann, heute nicht. Muss ich auch vorstellen in Särgens Stimme so, nee Mann. Hä? Als ob? Nicht während meiner Schicht. Als ob er das predicted? Hä? Die KI setzt die Attacke erst ein, nachdem du auswechselst übrigens. Ich habe ein kleines Problem. Ja, die KI Presen in Pokémon cheatet halt. Pass auf, Fliegen kann halt daneben gehen. Ja. Und er könnte Patronenhieb haben. Als ob Fliegen daneben geht, ich bitte dich. Fliegen ist noch nie im Leben daneben gegangen. Trifft Steinkante, wenn ich fliege? Ja. Sicher? Ich bin mir nicht sicher. Manche Attacken treffen, also solche Sachen wie Donner treffen. Es kann gut sein, dass Steinkante trifft. Auch Orkan trifft auch. Oder wenn du Schaufel einsetzt, trifft auch Erdbeben. Das ergibt ja schon alles irgendwo Sinn. Ich hab halt das Gefühl, dass Steinkante auch so eine Attacke ist. Ich meine, da fliegen Steine in die Luft. Ja, deswegen. Ich hebe jetzt ein Fliegen. Pokémon. Da steht doch bestimmt irgendwas bei. Bestimmt. Windstoß, Donner, Windhose, Himmelhieb, Steinhagel und Wirbelwind. Also Steinhagel, keine, also keine Kante. Nur Steinhagel. Okay, aber Fliegen kann daneben gehen. Ach, Fliegen geht nicht daneben, ich bitte dich. Wenn Fliegen jetzt daneben geht. Dann zack ich meinen eigenen Dick. Ich schau gerade online nach. Nein. 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 Windstoß, Donner, Windhose, Himmelhieb, Steinhagel und Wirbelwind. Nein. Du hast... Nein. 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 Ja. Nein, das stimmt nicht. Das passt. Nein. Das stimmt nicht. Das trifft doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ja, und deswegen hatte ich das im Kopf. Das sind verdammt nochmal. Hast du die Attacke gesehen? Das sind Steine, die einfach so in die Luft fliegen. Wie kann dich das ja, nicht in der Luft treffen? Warte. Du darfst der Ästhetik nicht entgegensprechen. Da fliegen Steine in die Luft. Das hättest du dir denken Kurz können. Kurz bevor es Steinkante eingesetzt hat, hat es mit seinem D gewackelt, habt ihr es alle gesehen. Aber darum geht's jetzt nicht. Ich blende vielleicht hier nochmal kurz ein, weil es lustig war. Jetzt mal mit dem D auf den Tisch. Es geht hier nicht um seinen Dick. Ach man, das ist doch scheiße. Ich schaue gerade auf dem scheiß Poke-Wiki-Eintrag nach. Ja, hättest du bei mir vertraut. Das muss safe durch den Hack mit eingeführt worden sein. Ja, safe call. Hättest du mal auf mich vertraut. Ja, ich kann jetzt... Es wackelt wieder mit seinem D. Ich hasse mein Leben. Ja, ich auch. Ich hätte auch nicht im Present gehen können. Nach dem Intimidate hat er mich immer noch critten können. Als ob Intimidate die Crit-Fähigkeit erhöht. Nee, aber Steinkante hat ja eine erhöhte Crit-Chance. Da hat es mit seinem D gewackelt. Da schon wieder. Wollen wir das jetzt jedes Mal erwähnen? Und ein Crit, der umgeht ja Angriffsdrops. Das ist halt die Sache, weißt du? Ach man, ja geil, jetzt habe ich nur 5 Pokémon. Ja, da wurdest du wohl von einem kleinen Mädchen gefickt. Über das komplette Let's Play habe ich jetzt nur 5 Pokémon. Ja, aber ich muss halt Steve trotzdem noch leiden. Wie viele Orden hast du schon? 6. Also, ja, aber in der Top 4 ist... Also bitte. Man. Für die Top 4 brauchst du maximal 4 Pokémon. Weil das ist die Top 4 und deswegen brauchst du nur 4. Ja, aber ich habe halt richtig Probleme mit Kampf-Pokémon, ja? Kampf-Pokémon sind richtig schlimm für mein Team. Hast du irgendwelche bescheuerten Regeln eingebaut, wie von wegen, ich darf nicht über das Level der nächsten Arenaleiter oder sowas trainieren? Ja, aber ich kenne das Level der nächsten Arenaleiter nicht und meistens komme ich da eh nie drüber. Also hast du sowas. Das heißt, du kannst jetzt nicht vor der Top 4 sagen, dass du auf Level 100 trainierst? Nein. Ja, dann rip in pieces, du hast verloren, fick dich. Oh Mann. Hier. Yeah. Ach. Hier. Yeah. Als ob der mich jetzt paraflinch, come on.
Ja, jetzt habe ich jetzt Sancho einsetzt. Kriege ich jetzt die Fullpara? Mmh, okay, ich komme durch. Mann, das ist richtig kacke. Und das war halt mein einziger Kampfattacken-Switch in Steve. Der war halt super wichtig fürs Team. Die, als ich die Leute gefragt habe, welches Pokémon gefällt euch in meinem Team am besten, alle so Steve, weil der mein Team perfekt ausgleicht. Und rate mal, wer gerade gestorben ist. Steve! Dann habe ich mein Gi nochmal auf den Tisch geklatscht. Aber darum geht's jetzt nicht, Mann. Ja. Was isst du gerade überhaupt? Das ist ein Karamellbonbon, und den kann man voll lange kauen. Und meine ganzen Zähne sind voll verklebt. Ich glaube, die sind richtig locker. Weißt du, was jetzt richtig geil wäre? Wenn ich einen Shiny Zubat finden würde. Könntest du es ja fangen? Shiny Claws oder was? Ja klar, Shiny Claws. Die geht's immer. Ja dann, wenn du richtig desperate bist, könntest du einfach... Ja. So kannst du lange an der Stelle ja. Shiny handen. Genau. Weißt du, machst du einen Shiny-Hunt-Stream? So, ja, hi Leute, ja. Ich Shiny-Hunte. Und die Leute fragen so, ist das die Höhen White? Bist du so desperate? Nein, ich Shiny-Hunte, ich hatte nur Lust. Hui, hui. Ich möchte allgemein mal, wie nennt sich es? Ich glaube, irgendwie Full-Art-Shinies heißen die oder so. Mhm. Und das möchte ich mal machen mit Heart-Gold, Soul-Silver. Was meinst Weil du? Da kann man halt den, naja, Shinies finden. Einfach nur rumlaufen und Shinies finden, weißt du? Ach so. Shinies. Ja, so Old-Fashioned-Shiny-Hunting. Ohne irgendwelche Ziele, sondern einfach rumlaufen. Richtig. Ja, das, daran war ich auch immer interessiert. Damals, als ich Shiny Hunting Streams gemacht habe, wollte ich ja eventuell in den alten Editionen diese die legendären Pokémon Shiny Hunten, also die Static Mons. Mhm. Ja, ja. Ja, gerade bei Dings ist ganz cool. Wir wissen ja alle, was aus meinen Shiny Huntings geworden ist. Du spielst dann Pokémon. Ich spiele dann Pokémon, bevor wir spielen. Nee, was halt so cool ist, ist halt bei den Startern von Heart Gold und Silver, da kannst du dir alle drei auf einmal angucken, ob die shiny sind. Oh, krass. Das finde ich halt ganz cool. Von daher wäre das vielleicht mal eine Idee. Ist halt nur blöd, wenn du das dann wegdrückst, obwohl eins der drei Mons shiny ist. So wie A-Drive. Ja, richtig. Daran habe ich gerade gedacht. Richtig. Das stimmt, ja. Mann, als ob X-Party jetzt Ja, genau, verdammte Scheiße. Hätte ich mal jetzt einen Scarlet, der hätte bestimmt überlebt. Ja. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Jetzt, wo Steve weg ist, ist es ja Platz für einen Scarlet. Lass mal Shiny halten. Ja, Leute. Es gibt so eine Extra-Regel, die besagt, wenn der eine aus Super Funtime stirbt, weil Super Funtime ist sein Kanal. Richtig. Und dann darf ich den nächsten aus Super Funtime in Weißt du, dann sterb ich weg und dann ist in MV Zorro rein. Ja. Da hole ich mir noch Phantomos. Das ist ein Plan. Ja. Der ist perfekt. Oh Mann, das ist so dumm, dass Steve jetzt gestorben ist. Ja, hätte es mal mich reingepackt. Mit Scarlet wäre ihnen das nicht passiert. Hätte ich Psyana gehabt, dann hätte ich einen Switch in den Machomai gehabt. Spaß, Psyana wäre auch durch eine Steinkanne gestorben. Stimmt doch gar nicht. Hast recht. Psyana fliegt nicht. Ich hätte sein Headbutt drücken sollen. Aber ich wette mit dir um 1 Million Euro. Eine Million? Nee, lieber doch nicht 1 Million. Ich wette mit dir ums Recht, okay? Ich wollte schon sagen, gib mir den Spielstand, wir testen das aus. 1 Million Euro. Dass das am Hack liegt. Also, dass das rein editiert wurde, das Steinkante, wette ich mit dir. Wenn es auf fucking PokeWiki nicht steht. Hä, PokeWiki hat voll viel falsch, ich bitte dich. Das ist die hat's wirklich. Dümmste Quelle, um wirklich Fact-Proving zu machen. Irgendwer hat mal zu mir gesagt, ich glaube, das war Pentapaul-Player. Jesus. Der meinte mal zu mir, Jesus, richtig, habe ich ja gesagt. Der meinte mal zu mir, guck immer auf Bulbapedia. Ich schaue jetzt bei Bulbapedia nach. Ja. Gust, Thunder, Twister and Whirlwind. Das ist sogar noch weniger. Ach nee, das ist Generation 2. Achso, hier steht, was immer nach und nach dazugefügt wurde. Ja. Ja, aber hier steht nirgendwo was von Steinkante. Nirgends. Aber hier steht es auch nichts von Steinhagel. Hä? Ja, nice. Bulbapedia ist noch weniger vertrauenswürdig als PokeWiki. Ja, aber am Ende trifft Steinhagel auch noch nicht mal. Warte. Ja. Meinst du Fähigkeit oder hat es Gesichter eingesetzt? Also ich glaube, ich wette, es hat Gesichter eingesetzt. Nein, aber
Jetzt kommt's. Nein, oder? Doch, Mann. Doch. Natürlich! Es hat No Guard! Ah, ich bin so kacke! Ich sag's auf Fähigkeit. Es hat Schildlos als Fähigkeit! Oh, nein! Oh, wow. Ach, fick dich doch! Kaum bin ich hier, passt keiner auf die Fähigkeiten auf. Es wow! Ich hasse mein Leben. Das ist okay. Bestimmt schon alle in den Kommentaren. Schildlos! Ja, ich hab's gerade eben auch geschrieben. Woher weißt du das? Ich hasse mein Leben. Ich bin richtig froh, dass ich hier dabei bin. Ich hätte zu keiner besseren Folge joinen können. Nein. Vor allem die Sache ist, Scarlett schuld. Ja, ich wette, wenn irgendjemand anders dabei gewesen wäre, der hätte dich darauf hingewiesen. Alter, Schildlos. Pass mal auf, Timo. Und ich so, haha, ja, Pokémon. Und du so, ja, das sind Steine, die fliegen in die Luft. Die treffen dich bestimmt, das sind Steine, die in der Luft fliegen. Oh Mann. Ja. Ich hasse mich. Ich dich auch. Ich weiß. Ach, come on. Und wie lange geht bei dir so eine Folge? Wir beenden gleich, ja. Okay. Ach man, ich will halt immer bloß einige schaffen, weißt du? Ja, ja. Also machst du das jetzt auch so cinematografisch, wie Steve das sagt? Steve? Nein, nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Bist wunderschön, Steve. Bist du Steve? Ja, Steve macht halt ab und zu so 60-Minuten-Folgen, weil ja, ansonsten nichts Spannendes passiert ist. Ich weiß. Finde ich auch voll okay, ich habe mir das Projekt gerne angesehen. Ja, aber so finde ich das halt auch gut. Ja, ja, klar. Aber ich mag halt auch einfach alles, was aber Steve sagt. So. Nichts, was er macht, ist in meinen Augen falsch. Er könnte einfach sagen, weißt du, Hitler hat nichts falsch gemacht. Alter, Steve, du hast recht. Ja, oder so. Ich wollte halt irgendwas mit Noten sagen, aber Hitler geht natürlich auch. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ja, mit Hitler kann man die Folge gut beenden. Wenn es euch gefallen hat, du positiv hört, und dann schau auf jeden Fall bei Scarlett vorbei, der versucht aktuell seinen YouTube-Game strong zu machen. Darum würde ich sagen, helf mir dem doch dabei, oder ich will bei ihm 50.000 Abonnenten sehen. Tschüss! Ich habe einen Like von 7, bitte.